down. Da. Oh, 3 Stück leben noch. Ting. Ah ja, wenigstens einen habe ich gepolt. Der andere wundert sich, warum läuft mein Kumpel jetzt los und warum steckt er einen Pfeil im Boden? Und sie sind alle extrem kurzsichtig. Oh, Lava. Lauf mal kurz ein Stückchen weg. Hau mal auf den Boden, dass ich Zeit hatte, einen Trank zu trinken. Jo. Guck. Au. So war das nicht geplant. Komm, zuck zusammen, weg, weg, Trank trinken. Seelen. Das sind 3 Funkeltitanit. Nicht so die Welt. Sollte man natürlich trotzdem nicht verballern, huh? Deswegen tickern wir jetzt schön nach und nach euch an. Zweihändig. Komm her. Wo, oh, nicht in die Lava. Danke. Au. Zuck. Zuck. Zuck und tot. Trinken. Den letzten stürmen wir jetzt. Als eben alle seine Freunde nach und nach verschwunden sind. Du. 1 und 2 und zuck und 3 und 4 und weg. Mal gucken, was sie so Schönes verteidigt haben. Also erstmal ist... Moment mal. Erstmal ist da Loot, wo wir gar nicht rankommen, außer wir fallen. Oder wir springen. Kommt man so weit gesprungen? Nee. Vielleicht. Aber nee, das riskiere ich nicht jetzt, wo ich die ganzen Nacht und Nacht da weggehauen habe. Das wäre doof. Da ist Loot mitten in der Lava. Ich weiß auch noch nicht, ob es instant tot ist, wenn man in die Lava tritt. Ich denke nur, es wird sehr, sehr wehtun. Ich meine, wir sind ja doch schon ganz schön mächtig. So, ne? Im Schema des Ganzen und so, wenn man es mit normalen Menschen vergleicht. Also instant tot vielleicht nicht. Geht's denn weiter? Also ich gucke erstmal, ob es irgendwo weitergeht. Wenn es nicht weitergeht, dann stecke ich mal so einen kleinen gepanzerten C hier in die Lava. Kann man hier irgendwie abkürzen? Nee. Weil es sieht nicht weit aus. Ja, nicht weit in der Lava. Okay, Test. Okay. Das ist machbar. Ich trinke jetzt was. Dann mache ich Blitzschweiß. Schwupp. Laufe ich da rein. Ich benutze das und laufe hier raus. Sehr schön. Und ich habe eine Chaos-Loot bekommen. Gegenstände anzeigen. Hier. Chaos-Loot entstammt der Stadt Isalis und wird nun von mit alten Methoden vertrauten Schmieden bearbeitet. Wandelt Feuerwaffe plus 5 zu einer Chaoswaffe um. Die Chaoswaffe kann auf plus 5 verstärkt werden. Chaoswaffen sind mit Menschlichkeit verstärkte Feuerschaden verursachende Dämonenwaffen. Okay, also kein nettes Zeug. Auch wenn wir kein richtiger Paladin mehr sind, sondern ein Gwinnewehrladin. Weil wir der Heulen Maid halt dienen wollen. Aber so, wir versuchen zumindest noch paladinesk ein bisschen zu sein. Das heißt, wir werden nicht unbedingt Chaoswaffen benutzen. So, nächster Loot. Da. Ich gucke mal, ob ich von hier aus da rankomme. Das war die falsche Taste. Das war die richtige Taste. Jo. Nein. 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 Ja. Nein. Komm rauf da. Ihr seid gestorben. Ja.
weil man da nicht hochkam. Naja, nicht wirklich schlimm. Wir dürften relativ leicht an unsere Leiche rankommen. Sie liegt genau vor dem Loot, wo wir jetzt hinwollen. Hier rum. Also muss man wahrscheinlich doch mit Anlauf irgendwie raufspringen. Aber man springt nicht von dem Steg ab, wo ich meinte, dass es zu knapp gewesen wäre. Sondern man springt innerhalb der Lava ab. Das heißt, wir machen das gleich zweimal. Wir machen es einmal. Also wir laufen einmal rein, um unsere Leiche aufzusammeln. Dann laufen wir nochmal rein und springen dann ab. Keine Ahnung. Wir müssen erstmal gucken, wo die Leiche überhaupt liegt. Also unser Haufen. Wo war das? Da hinten war das. Okay. Nee, du krabbelst uns nicht an. So. Und die Chaos-Glut. Allgemein die ganzen Gluten, die wir nicht wirklich brauchen. Kann man damit vielleicht irgendwas anderes machen? Bisher haben wir keine Dialogoption bekommen. Wobei ich aber auch gestehen muss, dass jedes Mal, wenn wir eine Glut gefunden haben, wir schnurstracks zum Schmied gelaufen sind. Also, Dann müssten wir auch mal gucken, wer überhaupt die Glut benutzen will. Wir haben ja unseren normalen, halbwegs menschlichen Schmied und wir haben den Riesenschmied. Und wir haben den schmächtigen Gefängnisschmied, der halt eher für magische Sachen da ist. Aber ich denke, es wird der bärtige Zwergenschmied sein. Der ist ja eh schon mit der dunklen Glut und so weiter in Berührung gekommen. Ich denke, Chaosglut wird da auch sein Ding sein. So, wo? Da hinten? Warum ist da hinten mein Seelenhaufen? Okay. Komm her. Komm, 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 komm. Wehe, der liegt jetzt immer noch da hinten. Also wie genau ist die Spielmechanik? Man stirbt oder unstirbt oder wie auch immer das vom Lore her ist. Man endet halt mal wieder. Und dann bleiben seine Seelen und die Menschlichkeit, die man zu dem Zeitpunkt besessen hat, nicht an der Stelle, wo man gestorben ist, sondern an der Stelle, wo man kurz vorher war. Nun, kurz vorher war ich an Land. Dann bin ich erst in die Lava gelaufen. Und die Lava zählt als gefährliches Gebiet. Und nur wenn man zu lange im gefährlichen Gebiet ist, wird es auf dem gefährlichen Gebiet abgelegt? Also ich habe den sehr starken Verdacht. Zwei Möglichkeiten. Sehr starker Verdacht, sie liegt genau da, wo sie vorher auch lag. Also in dieser Nische, wo ich nicht so gut reinkam. Zweiter Verdacht, sie liegt auf dem Boden. Das ist der Loot da hinten, das ist nicht unsere Leiche. Oh, Typ kommt angekrabbelt. Sehr komisch. Aber was wirklich gut zu klappen scheint, ist das Springen. Man sollte möglichst viel springen. Also man landet und springt sofort weiter. Man landet und springt sofort weiter. Was mit Rollen ist, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Rollen in Lava irgendwie nicht so eine gute Idee ist. Ja. Wir können auch hier außenrum. Oh, und gute Nachricht. Die bossähnlichen Gegner respawnen nicht. Der da hinten schon, der ist kein... Hä? Also die Ziegenboss-ähnlichen Gegner respawnen. Die Brücken-Troll-Wächter-Bosse anscheinend nicht. Oh, das sieht gut aus. Seelenhaufen ist genau da, wo wir gestorben sind. Damit kann ich leben. So, Schweiß. Also, mein Plan. Wir laufen jetzt in die Lava und in der Lava springen wir. Und es hat nicht geklappt. Und rollen in Lava macht genauso viel Schaden wie laufen durch die Lava. Okay, nochmal ein bisschen näher ran diesmal. Nee. Nee. Ich weiß nicht, ob ich von, wenn ich von da oben runterfalle, falle ich doch in die Lava, ne? Na, nächster Versuch. Haha. Oh, 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 oh. Die Seele eines stolzen Kriegers. Ernsthaft? Na, okay. Das sind irgendwie 5000 Seelen. Also, ja.
sind 5000 Seelen, hurra! Aber, ich habe mir irgendwie was Tolleres erwartet, dafür, dass ich durch Lava rollen musste. Mehrfach. Aber gut, gucken wir jetzt, was da ist, wo es eigentlich weitergehen sollte. Nämlich hinter ihm. So, bei dir musste man parieren? Ja, ich glaube schon. Du hast ganz schön schnelle Angriffe gemacht zwischendurch. Da kann ich nicht so ruhig rollen wie bei dem Troll. Ja, obwohl. Gucken wir, was du so alles kannst. Langsame Attacke und langsame Attacke. Oh, wir können dich sehr schnell ins Straucheln bringen. Das ist gut. Also sehr gut. Ich glaube, in dem neuen Gebiet hier kommen wir gut klar. Also, wenn es denn wirklich ein neues Gebiet ist. Ich denke mal, hier kommt gleich das Tor, was vorher verschlossen war. Durch Quinns Schutz, was auch immer das war, die orange Nebelwand. Das heißt, es kommt gleich noch ein Boss. Mal gucken, mal gucken. Auf jeden Fall schon mal sehr episch da. Und es sind dezent viele davon. Bogen. Und die respawnen jetzt echt wieder. Das heißt, wenn wir jetzt hier sterben... Ting. Ting. Oh. Hallo? Du? Ich habe gleich keine Pfeile mehr. Ich habe Schaden gemacht, ich habe es gehört. Ich habe ein Splush-Geräusch gehört, wie der Pfeil in dich eingedrungen ist und du hast Schaden genommen. Ah, okay. Also, solange man Schaden an ihn macht... Roll. Wow. Genau, straucheln. Stamina wäre toll. Solange man Schaden an ihm macht, sobald man dann nah genug rankommt, dann greifen sie einen an. Okay, nächster. Komm her. Was ist da unten gerade passiert? Ein Wildschwein. Ich sehe noch mehr Möchtegern-Bosse, die... Oh, okay. Er ist tot. Ich sehe immer wieder diese Möchtegern-Bosse jetzt neu auftauchen. Also Ziegendämon, Wildschwein, Brückentaure... Kennen wir alle schon. Mal gucken, was noch alles kommt. Ding. So, laut meiner Theorie müsste ich jetzt einfach nur nah rangehen, dann kommt er alleine. Jo, okay, komm her. Ja, nicht die Wand angucken, ihn angucken. Gib ihm kein zweiter Schlag mit der Keule. Er merkt sich, dass du die zweite Mal die Taste drückst. Au. Naja, okay. Dafür, dass ich nicht geblockt habe, ist das ganz schön wenig Schaden eigentlich. Oh, Loot. Dämonenmachete. Ich hatte gerade gesagt, dass ich keine Dämonenwaffen benutzen wollte, oder? Dämonenmachete. Ultra-Großschwert. Niedere Ziegendämonen verwenden diese Großschwerter paarweise. Die Klinge ist gusseisern und hakenförmig. Dem Schwert wohnt keine besondere Magie inne. Doch wer dafür stark genug ist, der kann seine Feinde durch sein enormes Gewicht gnadenlos zerschmettern. 40 Stärke. Haben wir anscheinend. Attributsbonus B. Das ist gut, ja. Können wir bei Zeiten mal testen. Jetzt aber erstmal... Ding. Na ran. Und hoffen, dass der da links nicht dazukommt. Okay. Hau. Ey. Strauchel. Trink. Ah, ist ganz schön zäh, das Vorankommen hier. Und da hinten... Moment mal, da unten ist noch irgendwas Dickes, was ich kenne. Oh ne, das ist wieder die Viecher von da hinten. Okay. Aber ja, das Vorankommen ist ziemlich zäh hier. Weil ich halt nicht einfach durchrushen kann und die Gegner das Potenzial haben, gut weh zu tun. Ha, Doppelschlag hat man getroffen. Sehr gut. Und wo geht's da runter? Also hier ist, glaube ich, der Hauptweg, den man eigentlich gehen sollte. Und wo geht's hier hin? Nee. Hä? Bin verwirrt. Hier. Oh, was bist du? Du bist tot.
Warum hast du deinen Bauch festgehalten? Das ist sehr komisch. Ich glaube, die explodieren. Kriegerseele. Und hier ist irgendein komisches Krabbelding versteinert. Das ist eine sehr komische Ecke hier. Ah, so ein Krabbelding, ha? Huh? Schild. Hallo? Okay. Ja. Aber scheint es nicht so viel auszuhalten. Au. Teils aber gut aus. Trotzdem, er wird uns nicht one-hitten können. Also gehe ich einfach ran und mache eine schwere Attacke. Und weg bist du. Oh, Leuchtfeuer. Sehr schön. Benutzen. Kriegerseele. Benutze. Leuchtfeuer. Und dann rasten wir doch erstmal einfach.